and a length of 285. Powered by a Kingtech K60 turboprop engine. Ja, die Pilatus PC21 auf der Bahn mit dem Original 5-Blatt Propeller. In der Luft, Fahrwerk fährt ein, Maßstab 1:4 von Skymasters, 228 Spannweite bei 285 Rumpflänge. Sandwich-Bauweise ist unlackiert oder auch lackiert lieferbar. Hydraulisches Fahrwerk, das ist absolut Scale. Und der Antrieb ist eine Kingtech K60 Turboprop Engine. Ja, und geflogen wird sie von keinem anderen als Sebastiano Silvestri. Ja, schöner Messerflug von rechts nach links in niedriger Höhe. A very, very nice knife edge flight of the PC-21. And you could see that the wingspan in relation to the fuselage length is quite short. That's a new generation of turboprop trainer. Ja, wie man schön im Messerflug gerade gesehen hatte, ist das Verhältnis der Spannweite zur Rumpflänge bei der PC-21 extrem. Das heißt, im Verhältnis zu dem langen Rumpf gibt es da relativ kurze Tragflächen. Das ist eben einfach ein Trainer für angehende Militärpiloten, die für die Jet-Ausbildung eingesetzt wird. Der Sebastiano fliegt die absolut vorbildgetreu. Ich hatte die Gelegenheit, letzte Woche das Originalfliegen zu sehen. Wir haben bei mir am Flughafen unten in Friedrichshafen Platzrunden geflogen, genau in der Lackierung. Und wie gesagt, Sebastiano fliegt die absolut vorbildgetreu hier. Yeah, I'm just telling that Sebastian is doing a really hell of a job here flying the aircraft, the model, really very, very scale-like. I had the chance last week on my airport in Friedrichshafen in southern Germany to see the full size in this paint, and they were doing practice pattern. So absolutely stunning to watch the PC-21, especially in the red paint. Don't pull away too soon, just because of the clock. Just to finish off. To all the girls, sorry. Yeah, all right, be in a minute. Well, what's the problem? Ja, Josef, der Klang ist einfach fantastisch von der Turboprop in Verbindung mit dem Original 5-Blatt Propeller. Die hat ja im Original 5-Blatt Propeller in Sichelform. Das sieht also richtig, richtig toll aus. Und wie gesagt, nachdem ich sie letzte Woche im Original eine ganze Stunde lang genießen durfte, einfach klasse. Ja, natürlich auch perfekt aufgesetzt hier vom Sebastiano. Wunderschön, klasse. Ja, many thanks to Sebastiano.